Hallöchen, ja, ich wollte euch nochmal zeigen, wie wir das jetzt verpacken, den Kompost. Ich habe jetzt ja so 60 Liter ungefähr fertig gemacht und jetzt haben wir, glaube ich, schon zwischendurch schon was verkauft und die Chris, die packt jetzt noch den Rest jetzt noch in Tüten ein. Und das wollte ich euch kurz noch zeigen, wie das geht. Da hat sie schon fertig. Und nimmt auch die Füße zur Hilfe. Sehr gut. So geht das dann. Oh, das war zu heftig. Ne? Darf man nicht so schmeißen. Ne? Das ist ein bisschen. Musst du auch dran denken. Ne? Die Leute, die schmeißen das ja dann ins Auto oder so, weißt du? Und dann ist das vielleicht, sind sie vielleicht genervt, wenn es dann auffliegt und alles. Das ist echt schwer, weil du ein Video gemacht hast. Du hast ja nicht ein Video. Da kommt einer. Manga, Manga! Kommt schon wieder jemand, was kaufen oder so. Hallöchen! Hi! Hallo, hallo! Ja, die Säcke werden da oben zusammengewickelt, dreimal umgeschlagen und dann mit so einem Tacker irgendwie zusammengeklickt. Und dann haben die halt so eine flache Form hier und werden dann so übereinander gestapelt. So sieht der Kompost dann aus. So lecker. Hier steht der schon vorbereitet, schon eingetütet. Wird nochmal ein bisschen so aufgeteilt, dass es überall dann die richtige Menge ist. Dass die dann auch richtig zugehen. Genau, so sieht das dann aus. Ja, ich denke mal, das sollte nicht allzu lange liegen, sonst wird vielleicht der Kompost da so ein bisschen leiden, denke ich mal, wenn der jetzt keine richtige Luft bekommt. Ja, da bin ich auch noch am Überlegen, wie man das am besten macht. Also meiner Meinung nach wäre es am besten, das wirklich so frisch wie möglich abzugeben an die Kunden und dass sie das dann auch so schnell wie möglich dann benutzen, dass es nicht irgendwie ein halbes Jahr irgendwie im Keller liegt oder so oder irgendwo in der Ecke. Dass der Kompost dann dadurch irgendwie ja, schlecht wird, wenn der halt keine Luft bekommt. Oder austrocknet, wenn er Luft bekommt. Ja, genau. Hier gibt es jede Menge eigentlich wieder neue Sachen zu sehen und so weiter, aber ich wollte euch jetzt eigentlich nur mal kurz zeigen, wie das mit dem Kompost läuft, mit der Verpackung. Ja, also hätte ich gar nicht gedacht, dass wir den Kompost jetzt hier so gut dann auch noch verkauft bekommen. Aber die nehmen uns, die reißen den uns hier aus den Händen anscheinend. Ich habe heute extra spontan noch eine Ladung gemacht, als hier einer kam und wir hatten keinen mehr. Und jetzt halt nochmal 60 Liter, also hier so eine halbe Tonne, ein bisschen mehr als eine halbe Tonne voll. Ja. Und da werde ich mir jetzt weitermachen mit dem Kompost. Da gibt es ja anscheinend Bedarf und dann werde ich da wahrscheinlich in dieser Richtung dann ja, noch einige Sachen weitermachen mit effektiven Mikroorganismen, Thera Preta und so weiter natürlich. Genau, und dann ja, schauen wir mal, wie es weiterläuft. Thera Preta ist ja sowieso eigentlich das Hauptprojekt und da bin ich halt auch dran, dass wir da irgendwie Geräte, Maschinen und so weiter bekommen. Wir wollen jetzt einen Schredder uns besorgen. Natürlich brauchen wir dann die Anlage für die Pyrolyse und so weiter. Ja, da sind wir jetzt dabei, die Sachen alles zu organisieren, zu finanzieren und könnt ihr gerne einsteigen als Investoren. Kriegt ihr 10% pro Jahr auf euer Investment, auf möglichst langfristige Darlehen. Also die sind so 5 oder 10 Jahre zum Beispiel angelegt, könnt ihr aber auch länger. Ja, und wer will, der kann auch eine Spende machen, über PayPal beispielsweise. Da könnt ihr eine einmalige oder eine regelmäßige Spende einrichten. Ja, für Infos steht einiges in der Beschreibung. Ansonsten könnt ihr gerne mal auf mich zukommen, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse steht in der Beschreibung. Und ja, dann freue ich mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.